Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der russische Präsident Putin hat den Angriffskrieg gegen die Ukraine gerechtfertigt. Bei seiner Rede zum Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland auf dem Roten Platz in Moskau bezeichnete er die NATO als den eigentlichen Aggressor. Die Militärparade in der Hauptstadt ist traditionell die größte in ganz Russland. Jahr für Jahr dasselbe Zeremoniell. Der Verteidigungsminister und sein Heereschef inspizieren die Truppen. Die grüßen mit donnerndem Hurra. Viel Uniform auch im Publikum. Der Tag des Sieges der Sowjets über Nazi-Deutschland ist der wichtigste Feiertag hier, wurde unter Putin zum Symbol russischen Nationalstolzes. In diesem Jahr geht es nicht mehr nur um den Zweiten Weltkrieg, sondern auch um die Ukraine. Ihr verteidigt heute das, für das auch eure Großväter und Urgroßväter gekämpft haben. Der wichtigste Sinn ihres Lebens war das Wohlergehen und die Sicherheit ihrer Heimat. Ruhm unserem heldenhaften Militär. Für Russland, für den Sieg. Hurra! За Россию! За победу! Ура! 11.000 Soldaten, dabei angeblich auch solche, die bereits im Donbass gekämpft haben. Und viel Militärtechnik. Putin spricht erneut von Neonazis in der Ukraine und wirft der NATO vor, eine, so wörtlich, Aggression gegen Russland geplant zu haben. Der NATO-Block begann aktiv, Gebiete direkt an unserer Grenze militärisch zu erschließen. Die Gefahr wuchs mit jedem Tag. Russland hat diese Aggression präventiv gestoppt. Das war eine notwendige, rechtzeitige Entscheidung und die einzig richtige. Später ziehen Hunderttausende durch Moskau und andere Städte mit Fotos von Weltkriegsopfern. Unsterbliches Regiment heißt die Aktion. Sie entstand vor Jahren als zivilgesellschaftliche Alternative zur Militärparade. Längst hat der Kreml auch hier die Regie übernommen, mit Putin in vorderster Linie. Inaruk in Moskau. Der russische Präsident Putin hat heute keine Mobilmachung angekündigt, wie zunächst befürchtet. Was aber kann man aus seiner Rede herauslesen? Tatsächlich keine Mobilmachung, auch keine Kriegserklärung, die ja ohnehin nur eine Umbenennung der sogenannten Sonderoperation gewesen wäre. Aber auch wenig Anlass zur Hoffnung. Putin hat den Begriff Ukraine heute nicht mal erwähnt. Er spricht vom Donbass und er spricht von historisch russischen Territorien. Er vergleicht die Kämpfer von heute mit den Weltkriegssoldaten von damals, sagt, beide kämpften für dieselbe gute Sache und gegen Nazis. Das war schon sehr erstaunlich. Er hat überraschenderweise auch von den Gefallenen jetzt gesprochen. Das war tatsächlich überraschend und es mag zeigen, dass der Kreml verstanden hat, dass das Thema ist in der Gesellschaft im Moment. Es kann aber auch bedeuten, dass Putin langsam damit beginnt, sein Volk darauf vorzubereiten, dass das alles noch lange nicht zu Ende ist. Vielen Dank, Ina Ruck. Nach Putins Rede auf dem Roten Platz in Moskau hat die Europäische Union der Ukraine erneut ihre Unterstützung zugesichert. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, bereits im Juni werde entschieden, ob die Ukraine EU-Beitrittskandidat werden könne. Der französische Staatspräsident Macron forderte einen schnellen Waffenstillstand. Er äußerte sich gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz. Macrons Staatsbesuch in Berlin ist der erste seit seiner Wiederwahl im April. Handshake unter politischen Freunden. Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz trafen sich am Abend in Berlin. Ein wichtiges Thema, Putins Rede heute vor der Militärparade. Wir stehen eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Wir unterstützen sie finanziell, humanitär und auch militärisch mit unseren Waffenlieferungen, um diesen Krieg zu beenden. Das Unrecht darf nicht siegen. Grenzen in Europa dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Macron forderte Russland auf, die Angriffe auf die Ukraine einzustellen. Was wir erreichen wollen, ist eine Waffenruhe. Und das so schnell wie möglich. Denn nur diese Waffenruhe wird es möglich machen, dass man die Verhandlungen der russischen und ukrainischen Delegationen abschließt, damit man zu einem nachhaltigen Abzug der russischen Truppen kommt. Stärker auf Konfrontation als Scholz und Macron ging am Vormittag der britische Verteidigungsminister Wallace und wies Putins Behauptung, Russland habe nur präventiv gehandelt, scharf zurück. Präsident Putin erzählt seit Monaten Märchen. Wenn das nicht so tragisch wäre, müsste man fast darüber lachen.
Aber da gibt es nichts zu lachen. Niemand plant die Invasion. Die NATO umzingelt Russland auch nicht. Zu handgreiflichen Protesten kam es auf einem Friedhof in Warschau. Der russische Botschafter wurde mit Farbe beworfen, als er einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten niederlegen wollte. Aufgebrachte Demonstranten mit ukrainischen Fahnen beschimpften ihn als Mörder und Faschisten. Sergei Andrejew blieb zwar unverletzt, musste aber unverrichteter Dinge wieder abziehen. Auch in der Ukraine wurde der Toten des Zweiten Weltkriegs gedacht. Präsident Selenskyj zog in seiner morgendlichen Videobotschaft eine Parallele zwischen der Besetzung der Ukraine durch Nazi-Deutschland und der russischen Invasion von heute. Indessen setzt Russland seine Angriffe unvermindert fort. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von mehr als 200 in den vergangenen Stunden. Dabei konzentrieren sich die Kämpfe weiter auf den Osten und den Süden des Landes. Auch heute ist das Azov-Stahlwerk in Mariupol wieder unter Beschuss genommen worden. In der Nacht konnten von dort weitere Zivilisten nach Saporischschja entkommen, ihre Erleichterung groß. Mit jedem Tag haben wir mehr gezweifelt, dass wir je hier rauskommen. Wir haben gedacht, dass wir für immer dort bleiben müssen. Auch wenn Mariupol immer noch nicht ganz unter der Kontrolle der russischen Armee ist, so hatte der Separatistenführer der sogenannten Donetsker Volksrepublik, Denis Puschilin, in einem nicht zerstörten Teil der Stadt einen Marsch mit einem riesigen Georgsband organisiert. Das Georgsband ist seit 2014 Symbol für den Kampf in der Ostukraine und der Verbundenheit mit Russland. Ganz anders die Gedenkfeiern in Kiew. Dort legten Veteranen Blumen am Grab des unbekannten Soldaten nieder, in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Sein Bruder kam im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Ich hätte nie gedacht, dass Russland gegen uns kämpft und wir gegen Russland kämpfen müssen. Das ist einfach traurig. In einer Videobotschaft zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland erklärte der ukrainische Präsident auf der Chreschatik-Straße, wo sonst die Paraden der Ukrainer stattfinden, er werde nicht zulassen, dass sich jemand diesen Sieg aneigne und das Gedenken für die eigenen Zwecke vereinnahme. Wir werden niemandem ein einziges Stück unserer Geschichte überlassen. Wir sind stolz auf unsere Vorfahren, die gemeinsam mit anderen Nationen den Nationalsozialismus besiegt haben. Während seines Besuchs in der Hafenstadt Odessa musste sich EU-Ratspräsident Michel vor einem Raketenangriff in Sicherheit bringen. Er schaute sich Silos und Schiffe voller Weizen und Mais an. Große Mengen Getreide stecken wegen der russischen Blockade im ukrainischen Schwarzmeerhafen fest. Gegenüber dem ukrainischen Präsidenten bekräftigte er einmal mehr die Unterstützung der EU. Weitere Informationen und Hintergründe zur Rede Putins, zur russischen Militärparade und den Angriffen in der Ukraine sehen Sie in einem Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben die Parteien heute über Konsequenzen beraten. In Kiel kann sich Ministerpräsident Günther von der CDU aussuchen, mit wem er künftig regiert. Bei den Bundesparteien ging es auch darum, wie die Ergebnisse mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu bewerten sind. Nach dem vorläufigen Endergebnis holt die CDU 43,4%, die SPD fällt auf 16, die Grünen kommen auf 18,3, die FDP erreicht 6,4%, AfD und Linke scheitern an der 5%-Hürde. Der Südschleswische Wählerverband holt 5,7%. Ein Wahlsieger und einer, der es werden will. Daniel Günther und sein nordrhein-westfälischer Kollege Hendrik Wüst auf dem Weg in die CDU-Zentrale. Dort zeigt sich auch der Parteichef zufrieden mit Günthers Sieg in Schleswig-Holstein und zuversichtlich mit Blick auf die Wahl in NRW. Ich nehme in Nordrhein-Westfalen eine ähnlich gute Stimmung wie in Schleswig-Holstein wahr. Die Konkurrenz ist dort härter, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir nächsten Montag wieder hier stehen und ein sehr gutes Wahlergebnis präsentieren. Bei der SPD Blumen für den Wahlverlierer Thomas Losse Müller. Seine Niederlage wollen sie hier schnell vergessen. In Nordrhein-Westfalen sei die Lage anders als in Schleswig-Holstein. Wir werden dort einen Zweikampf erleben zwischen CDU und SPD, einen Zweikampf zwischen Thomas Kutschaty und Hendrik Wüst. Die FDP, ebenfalls Verlierer im Norden, hofft auf das Gegenteil. Weniger Personalisierung, mehr Chancen für die kleineren Parteien in NRW. Wir haben dort nicht einen vergleichbar populären Ministerpräsidenten wie Daniel Günther in
Schleswig-Holstein. Und in Nordrhein-Westfalen geht es sehr stark um die Koalitionsfrage. Die stellen auch die Grünen für Schleswig-Holstein. Sie wollen weiter mitregieren. Doch die CDU kann das auch mit der FDP. Die Grünen sagen, das wäre der einfache Weg. Ich glaube, dass der einfache Weg nicht der beste wäre für das Land Schleswig-Holstein und auch nicht dem Willen der Bürgerinnen entspricht, die sich offensichtlich einen modernen Schleswig-Holstein wünschen. Der Wahlsieger hat beide zu Gesprächen eingeladen, FDP und Grüne. Mit wem die CDU künftig Schleswig-Holstein regiert, diese Frage treibt auch in Berlin viele um. Als naheliegender Partner gilt die FDP. Aber auch mit den Grünen könnte die CDU an der Küste regieren. Das hätte Symbolcharakter weit über Schleswig-Holstein hinaus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine neue Vorsitzende. Der Bundeskongress wählte heute Jasmin Fahimi mit überwältigender Mehrheit. Gut 93% der Delegierten stimmten für die SPD-Politikerin. Sie tritt die Nachfolge von Rainer Hoffmann an der Spitze der Dachorganisation an. Die 54-Jährige kündigte an, für einen sozialeren und gerechteren Umbau von Arbeitsprozessen kämpfen zu wollen. Sie will den Wandel in der Arbeitswelt entscheidend mitgestalten. Jasmin Fahimi, die neue Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ein Wandel, der nur ökologischen oder nur ökonomischen Maximen folgt, der lässt und den lästigen sozialen Reparaturbetrieb uns oder den Sozialkassen überstülpt. Das ist jedenfalls keine verantwortliche Gestaltung der Zukunft. Diese Rollenverteilung machen wir nicht mit. Sie will mitreden. Mitreden, wenn sich die Autoindustrie umstellen muss wegen des Klimawandels. Oder in der Chemieindustrie, wenn gewohnte Lieferketten zusammenbrechen wegen eines möglichen Energieembargos. Fahimi selbst ist Gewerkschaftsmitglied, seit sie 21 ist. In der IG Bergbau Chemie Energie hatte sie verschiedene Funktionen. Bekannt wurde sie 2014 als Generalsekretärin der SPD unter Sigmar Gabriel. Nun also, erster Auftritt als DGB-Chefin neben dem Kanzler. Und der bot ihr heute angesichts der großen Aufgaben enge Zusammenarbeit an. In den kommenden Wochen werden wir erstmals eine neu geschaffene Allianz für Transformationen im Kanzleramt zusammenbringen. Es geht darum, gemeinsam mit Unternehmen und Gewerkschaften und Verbänden die Schritte zu planen, die es für den größten Umbau unserer Wirtschaft seit Beginn der Industrialisierung braucht. Fahimi will angesichts der gestiegenen Preise für starke Lohnerhöhungen kämpfen. Viele Arbeitgeber halten das wegen der ungewissen wirtschaftlichen Zukunft aber für falsch. Bei der Präsidentenwahl auf den Philippinen liegt der Sohn des früheren Diktators Marcos nach inoffiziellen Berechnungen mit großem Abstand vorn. Nach ersten Auszählungen bekam Marcos Junior mehr als doppelt so viele Stimmen wie Oppositionsführerin Robredo. Vizepräsidentin würde demnach Sara Duterte, die Tochter des umstrittenen derzeitigen Präsidenten Duterte. Sie war bei der Wahl zusammen mit Marcos angetreten. Offizielle Ergebnisse werden erst für Ende Mai erwartet. Mit einem Festakt in der Münchner Residenz ist an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert worden. An der Veranstaltung nahmen auch Vertreter der Kirchen und der Politik teil. Sie ist Teil des deutsch-jüdischen Festjahres mit zahlreichen Veranstaltungen. Frühe Schriften belegen, dass jüdische Gemeinden bereits seit der Spätantike wichtiger, integrativer Bestandteil der europäischen Kultur sind. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 10. Mai. Von Südwesten strömt frühsommerlich warme Luft nach Deutschland. Den Westen und Norden erreichen Ausläufer eines Tiefs. In der Nacht ist es trocken. Letzte Schauer über dem südlichen Bergland und an den Alpen fallen in sich zusammen. Morgen wird es im Westen und Norden wolkiger. Gebietsweise ziehen Schauer durch, die auch mal kräftiger sein können. Im Osten und Süden scheint neben ein paar Wolken die Sonne. In der Nacht im Ruhrgebiet noch 15, im Erzgebirge 2 Grad. Morgen werden in Nordfriesland 17, sonst frühsommerliche 21 bis 28 Grad erreicht. Am Mittwoch im Norden viele Wolken, an der Nordsee öfter Regen, sonst viel Sonnenschein, im Osten und in der Mitte vereinzelt Schauer. Danach wird es wechselhafter mit Sonne, Wolken und zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern.